Private. Und das heißt auf Englisch Niete und damit hi und herzlich willkommen. Heute zu einem ganz besonderen Video. Nichts riskiert, abonnieren, ja? Auf den Anzio-Schneidematten oder in dem Fall von Omnigrid, Anzio und einer ganz anderen Marke liegen Nieten und Nietwerkzeuge, Nietzange und eine für einen Akkuschrauber. Und das ist auch meine erste Erfahrung mit diesen Nietzangen. Und das macht es, glaube ich, heute so was ganz Besonderes. Also bleibt am Ball. Ich habe da auch mal was vorbereitet. Und zwar ja, habe ich in so ein schönes PMMA oder Plexiglas oder Elaxan, wie man sagt, Löcherbohrt. Und zwar 5er für die 4,8er Nieten. Und das sind auch meine Ratschen, Schrauben, Klemmen oder meine Ratschen zwingen, so heißt es, dran, dass das eben zusammenbleibt beim Bohren. Dass ihr mal seht, dass ich das Werkzeug auch selber benutze, was ich euch immer so zeige. Da habe ich jetzt mit meinem Bohrer, und zwar mit dem kleinen Akku, mit dem Schlagbohrer, von allem mit dem kleinen Backendfutter oder Bohrfutter, mit dem 5er Bohrer 4-5er Löcher reingehaut. Und der kommt aus dem tollen ENT-Set. Ja, da bin ich ganz stolz auf, das sind Holzbohrer, die sind scharf wie der Teufel persönlich. So, back to the Rivet oder zur Niete. Ich habe mir erstmal Nieten besorgt und zwar in so einer tollen Mini-L-Box. Die ist von Parkoraban, wie ihr sehen könnt. Und die heißt TurboJet 4 und da sind jeweils 100 Nieten von 3,2 x 12, 3,0 x 10. 4,0 x 20, 4,0 x 14 und 4,8 x 16 mm dabei. Und die gängigste Größe ist wahrscheinlich 4 mm und da kann man eben Materialien damit miteinander verbinden, zum Beispiel Aluminiumbleche, Stahlbleche und es ist eine feste Verbindung, eine Schraube wie eine lösbare Verbindung. Wenn ich mich richtig erinnere, wenn nicht, gerne in den Kommentaren nochmal ändern. Kleben gehört auch zu den festen Verbindungen. Und dann seht ihr schon, sind hier diese tollen Nieten drin. Und dann nehme ich jetzt einmal hier die vier Stück raus, die wir brauchen. Das sind, wie gesagt, die 4,8er mal 16 mm. Die sind ein wenig länger. Und das nennen wir auch Popniete, weil nachher beim Nieten führt man das quasi hier durchs Material durch und deswegen habe ich das auch durchsichtig genommen, dass man das vielleicht ein bisschen besser sehen kann, bis der Bund da oben anliegt und da unten ist die Popniete und dann ziehen wir das an und schauen wir mal, wahrscheinlich wird es gar nicht funktionieren, weil der Schaft zu lang ist, aber jetzt gucken wir mal, was da passiert. Die werden oft auch eingesetzt im Flugzeugbau, aber dann sind es wieder andere Nieten, das sind so Sechskantnieten, meine ich, und dann muss der Stempel dahinter, ja, da können wir vielleicht nochmal spezial machen. Heute soll es mal um das Werkstattnieten gehen, so nenne ich das jetzt. Und da habe ich neben dem Parco-Koffer auch noch so ein tolles Gerät für den Akkuschrauber. Schauen wir mal, da machen wir nämlich jetzt das gleich mal rein. Also manchmal wäre bei mir auch so ein Einsatz gut, wenn ich immer so viel Scheiß erzähle. Ja, kann man hier mal ordentlich sauber machen. Aber in dem Fall machen wir jetzt mal den hier rein. Okay, dann muss man den so halten und dann Gas geben. Das schauen wir uns aber dann gleich mal an. Und jetzt machen wir noch ein kurzes Unboxing. Ja, ich habe die Zange gekauft, weil da steht Meisterfaktur. Das ist in so einem schönen Schwarz-Gelb. Das passt ja immer gut. Oder Schwarz-Orange. Und weil ich einfach noch keine Ahnung von Nietzangen habe und die relativ preisgünstig war, schauen wir mal, was da rauskommt. So ein Säckchen mit der Nietzange und die hat mir schon gefallen, weil die hat schöne ergonomische Griffe. Da unten hat sie einen Hebel zum Einrasten und hier hat sie verschiedene Aufsätze für verschiedene Durchmesser. Die sind sogar farblich gekennzeichnet, das finde ich auch toll. Also gelb, das ist der 4,8, also 3/16 Aufsatz. Und da hinten ist noch 4er Aufsatz, also 5/32 oder 3/2er, 1/8 oder 3,32er, das ist dann der 2,4er. Also es gibt 2,4er Nieten, 3,2er, 4er und 4,8er. Und hier sind drin 3,2er, 4er und 4,8er. Und 2,4er nicht, aber aha, hier sind dabei 3er, 4er,
2 Vierer und 4 Achter. Das ist ja toll. Dann kann ich nämlich hier gleich das Set erweitern. 4 Achter zu den 4 Achtern. Ah, okay, cool. Ganz cool. Okay, dann machen wir hier on the fly eine Änderung. Und zwar haben die die kurzen Nieten dabei in der Größe. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Also der Zufall ist auf meiner Seite. Gutes Karma heute. Ja, dann machen wir hier die 4-2er, nein, die 4-8er. Dann habe ich hier nur die 4er. Das sind auch ein bisschen kürzer, so wie es ausschaut, wie die. Ja, optimal. Das sind die 2-4er. Ja, die mache ich da hinten bei den 3er mit rein, steht da oben. Und das sind die 3-2er, das sind die auch ein wenig kürzer. Optimal. So, haben wir den Satz schon mal ergänzt. Ganz tolle Geschichte. Mache jetzt mal hier die Verpackung weg. Hier bei dem Akkuschrauber sind nur 2 Schlüssel mit dabei. Auch mit diesen Einsätzen, aber die sind schon mal nicht beschriftet, doch außen 2,4, 3,24 und, lass mich raten, in der Maschine 4,8. Okay, also haben wir die ganz dicke Nieten. So, und jetzt gucken wir mal, setzen wir mal die erste Niete mit der Nietzange. Spannend. Jetzt setze ich mal die kurze, weil da kann ich mir, bin ich mir fast sicher, dass es geht. Hoffentlich platzt da das Plexiglas jetzt nicht. Und jetzt fährt man die hier rein, diese Popniete, bis die bündig ist. Und dann zieht man da einmal. Aha, wird schon ein wenig dicker, habt ihr das gesehen? Und dann noch einmal. Ist noch dicker. Und dann noch einmal. Ah, jetzt brauche ich viel Kraft. Jetzt hat es weghaut. Macht nichts, ist schon zusammengenietet gewesen. Und ja, oh, hält schon bombig, kann man nicht mal mehr gegeneinander verdrehen. Da sieht man auch, dass da jetzt ordentlich Druck oben ist, weil sich, sage ich mal, das so kräuselt. Ich glaube, wenn man da durch so einen Polarfilter durchschauen würde und mit einer speziellen Kamera, könnte man jetzt den Druck sehen. Jetzt sieht man tatsächlich, jetzt ist das Ding nämlich gepoppt. Ja, für Plexiglas also nur bedingt geeignet. Hätte ich vielleicht auch ein bisschen dicker machen können. Ah, okay, aber so ist das halt in so einem Live-Video. Bleibt auch drin, ungeschnitten. Tolle Sache. Jetzt schauen wir uns gleich mal den dicken an, den dicken, und jetzt fällt nach hinten der Stift raus, stimmt's? Habe ich gerade gehört, wo ist er hing vorhin? Weiß ich nicht, da liegt er. Hier ist der Stift, und so muss das sein. Ja, das bricht jetzt immer mehr. Müssen wir uns beeilen. Machen wir den hier wieder rein. Jetzt nehme ich mal das hintere Loch und dann ziehe ich hier nochmal, einmal, zweimal, dreimal. Aha, ist der Druck nicht groß genug? Viermal, fünfmal, muss ich den natürlich bis unten durchziehen jetzt. Ja. Sechsmal, zack, hupft's weg und jetzt zerspringt es völlig. Okay, ja, und mit den dicken Nieten muss man halt öfter ziehen. Kann man dann nieten, aber besser sind schon die kurzen. Und jetzt schaue ich nochmal, wo sie hinkupft. Da ist ein Teil, da ist ein Teil. Ja, schade. Hätte euch jetzt gern auch die Maschine noch zeigt, aber können wir ja trotzdem. Also die Zange funktioniert, es fällt auch wieder hinten das Teil raus. Toll, echt ganz toll. Die funktioniert, schaut gut aus, ist relativ preiswert. Und jetzt habe ich endlich mal eine Nietenzange. Da steht auch noch Meistermanufaktur oben, weiß jetzt nicht. Der Profi unter euch, der können wir vielleicht eine neue Empfehlung aussprechen, aber ich meine, die ist gar nicht so schlecht. So, und jetzt schauen wir mal, legen wir wieder los mit der kurzen und dem Teil hier, dem Gemüse, das ist natürlich schwierig. Aha, da muss ich schon mal reindrücken und ich soll das jetzt halten und so. Das ist natürlich so eine Sache. Jetzt schaue ich einmal, jetzt lasse ich den mal so laufen. Okay, der läuft einfach so. Jetzt machen wir da nochmal die Niete rein. Ah, jetzt geht's ganz nach hinten ohne Druck. Okay, jetzt haben wir es. So, jetzt müsste es eigentlich, und ich sehe das. Zack, ja, ist ja ein Schlagschrauber, hat man die Schlagfunktion auch mal gehört. Hat es schön hinterzogen. Ha, das passt. Und wo ist jetzt hier die Niete, der Kopf? Kommt der da hinten raus? Oder gar nicht raus? Weiß ich nicht. Schauen wir mal, wenn wir die nächste drauf schieben, was passiert. Ne, der ist natürlich noch drin. Und jetzt so. Jetzt ist er weg.
Komisch, wo fällt der hier raus? Weiß keiner so genau. Aufschrauben kann man das Ding auch. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir danach schieben. Bam! Also, Demolition Man. Schau ich mal. Aha, jetzt steckt das Teil da drin. Okay, und wenn ich es dann vorwärts laufen lasse, dann kommt es wieder raus. So. Das muss man auch schon mal wissen. Also, wir haben heute mal wieder den Rahmen gesprengt. Ja, da hinten. Schauen wir mal. Schauen wir mal gemeinsam da noch rein. Ich denke, ja, das ist der für da oben. Den brauchen wir zum Gegenhalten. Und jetzt will ich schon wissen, was da drin ist. Interessiert euch ja vielleicht auch. Ja, und wahrscheinlich gleich Federn gegenhupfen. Ja, okay. Da hängt es, der Grüppel jetzt drin. Also, das muss man wissen. Vor, zurück. Na, weil ich natürlich schon gedreht habe. Okay, jetzt. Okay, vor, zurück und dann geht es. Und das machen wir nochmal einen Versuch. Es ist halt, wenn man viel nieten muss, dann ist man wahrscheinlich mit so einem Teil, was automatisch geht, besser aufgestellt. So. Also, ungeschönt. Hier nochmal so tolle Niete reinmachen. So, jetzt schauen wir nochmal, das in die Kamera reinbringen. So, jetzt zieht er an. Bam! Okay, super. Kann man aber jetzt Knarre nehmen und dann nochmal im Rückwärtslauf. Und dann ist man fertig. Ja, heute hat die Niete genietet. Erste Erfahrungsvideo quasi. Sowas gibt es auch noch beim Toolboy. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Und schaltet doch mal wieder ein. Bis bald! River, trying to get back on my feet. God damn.